Dies ist der iOS Simulator. Ich starte hier PinApp, bekomme das Eingangsbild für einen Moment und sehe dann die Liste aller Fotos in meiner Fotobibliothek. Ich kann mir die Alben anschauen, die Momente sortiert nach Jahren, auch die Smart Albums oder intelligente Alben. In der Camera Roll sind alle Fotos beinhaltet. Was neu hinzugekommen ist, es gibt Ordner. Ich habe hier einen Ordner Nature mit verschiedenen Alben oder den Ordner Vacations, wo ich mir mal die Fotos von meinem Besuch des Berliner Hauptbahnhofs anschauen möchte. Ein Klick auf ein Foto und das Foto wird rechts angezeigt. Weiteres Foto anzeigen. Es geht aber auch einfacher mit einem Wisch. Vorwärts oder rückwärts kann ich zum nächsten Foto gehen. Ein Klick zeigt mir das Foto in Fullscreen-Modus. Ein weiterer Klick und ich bin wieder zurück in der Fotoliste. Wo habe ich das Foto aufgenommen? Darum geht es hier in PinApp vor allem. Dieses Foto hat keinen Pin, aber das hier. Ich sehe, das ist mitten in Berlin aufgenommen. Das hier ist an derselben Stelle aufgenommen, also wähle ich es aus und klicke auf den Pin, um auch diesem Foto einen Pin zu setzen. Nächstes Foto auswählen und wieder Pin setzen. Ich kann aber auch mehrere Fotos auswählen, indem ich auf das Plus-Symbol klicke. Hier ist noch eins und noch ein drittes. Oben ist zu sehen, drei Fotos ausgewählt. Ein Klick auf den Pin und alle drei Fotos bekommen ihre Location zugewiesen. Weiter unten habe ich noch Fotos, die ich an der Berliner Nikolaikirche aufgenommen habe. Um die zu finden auf der Karte, gebe ich das einfach in das Suchfeld ein. Berlin, na, so ähnlich. Berlin. Suchen und tatsächlich wird das auch gefunden. Ich kann jetzt wieder dem ersten Foto den Pin zuordnen. Da ich aber weiß, dass es eine ganze Liste von Fotos ist, kann ich alle Fotos auswählen, indem ich auf den Listenknopf drücke. Der Pfeil abwärts heißt vom vorigen ausgewählten Bild bis hierher alle 17 Fotos mit einem Klick ausgewählt. Ein Klick auf den lila dicken Pin zeigt mir alle Fotos, die an dieser Location aufgenommen worden sind. Zusätzlich zu dem Foto kann ich mir auch die Daten zu den Fotos anschauen. Ich kann diese Darstellung konfigurieren. Wenn mich zum Beispiel das Flash nicht interessiert, klicke ich oben auf das Settings-Symbol. Sage Flash soll nicht mehr top gezeigt werden, sondern nur noch normal. Stattdessen interessiert mich Aperture Value. Ich weise ihm top zu. Und wenn ich das Konfigurieren beende, ist oben der Aperture Value aufgetaucht und Flash verschwunden. Zusätzlich habe ich hier die Settings und der Zugang zur Hilfe, wo man zum einen die Versionsnummer von PinApp ablesen kann und zum anderen natürlich den Zugang zum Online-Handbuch. Jo, das war's. Viel Spaß mit PinApp und schreiben Sie mir mal, was Sie davon halten. Tschüss, Ihr Robert Fischer.